Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Red Dead Redemption 2 spielen. Ein Spiel, das ich tatsächlich schon sehr lange gespielt habe. Allerdings habe ich die Story nie abgeschlossen, weil ich wollte irgendwie nicht, dass das Spiel endet, weil das wirklich eins meiner absoluten Favoriten ist. Jetzt wird aber nicht mehr sich davor gedrückt, die Story zu beenden. Wir fangen es an und wir ziehen es dann auch durch. Apropos Anfang, neue Story bitte. Den Ladescreen werde ich natürlich skippen. Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert. Was präsentieren die denn? Das ganze Spiel? Das ist aber lieb von denen. Muss ich ja nichts tun. Ja, so heißt das Spiel. Kann ich jetzt endlich losgehen? Ach, ich liebe die Story in dem Spiel. Ich weiß zwar, wie sie ausgeht, so halbwegs, aber alles daran. Klasse. Außer das Schneegebiet am Anfang. Das ist ein bisschen zu schneeig, finde ich. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. Ja, das hoffe ich auch. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know. Sich erholt. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Ach, ein episches Spiel. Glaubt, die Kritik bzw. mein Zwischenfazit am Ende spare ich mir. Ich bin sehr angetan vom Spiel. Es ist wirklich mein Lieblingsspiel, was Open World in dem Stil angeht. Ich habe noch andere Lieblingsspiele in anderen Kategorien, aber Red Dead Redemption ist ganz oben auf meiner Liste. Das Zweier natürlich. Das Eins habe ich leider nie gespielt, weil es nur auf Konsolen rausgekommen ist. Naja, gemütlicher als da draußen zu sein ist es allemal. Hoffentlich haben wir einen schönen Kamin. Können ja die Holzbänke und Holzschränke hier verbrennen. Oh, und ein kleiner Junge ist auch dabei. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now we've had, well, a bad couple of days. Ja, das kann man laut sagen. Mit dir ist es immer so, glaube ich. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground,
in their stead, I'd do it. Gladly. Dutch, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher bei dir. Wir werden sehen. We're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Ja, das sollte ein Zeichen sein, dass wir sowas immer und immer wieder durchmachen. Into a camp. We may be here for a few days. Now all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. Naja, reden halten kann er zumindest halbwegs. Deswegen folgen ihm ja so viele. Inklusive mir. Hey. I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Aha. Oh. Hey. You need horses? Oh yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Das ist ein Befehl. We need you strong. Okay. So, dann Galoppel, Galoppel. Hab ich eigentlich ein männliches Pferd? Nicht, dass meine Pferdebildchen hier wieder kleiner werden durch die Kälte. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin kein Fan von der Kälte. Kriege ich immer eine Erkältung. Steckt ja auch im Namen. Oh, Pferd langsam kann ich auch. Ist das nicht schön? Und die Lichtstimmung mit den Öllampen oder was das sind. Ah, Öllaternen. Richtig cool. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. Natürlich. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Wait. Is that someone coming towards us? Ich sehe nix. You up ahead. Who's there? Hallo? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? Oh, nun, wunderbar. Die Leute können uns bestimmt helfen. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Mhm. Warum passieren uns immer nur die verrückten Sachen? Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Na ja, gut. Dann ab durch die Mitte. Ja. Das Pferd weiß bestimmt, wo es hin soll. Oh. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well. Don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Ah. Snuff and stab.
George. Best you two lie low on this. Natürlich. Ich greife am besten immer aus dem Hinterhalt. Oh, ich muss runterreiten. Ich greife am besten immer aus dem Hinterhalt an. Da erwarten mich die Gegner nicht. Werde ich weniger oft getroffen. Das gefällt mir sehr im Spiel. Oh je, meine Gesundheit sieht aber nicht so gesund aus. Nur ein halbes Herz. Ich glaube, da muss ich eine Mohrrübe fressen oder sowas. Aber ich habe ja noch nichts. Ich muss ja erst das Haus vor mir looten. Oh je, halte durch, mein Pferd. Bald wird's wieder wärmer. Dann musst du dich nicht mehr genieren. So, Anbindepfosten. E gedrückt halten. Ah, das mache ich doch gut. Das ist tatsächlich eine Party. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Ich gehe links rum, Jungs. Sounds like quite the party. You too. Get yourself out. Alter, ist der Schnee hoch. Knietief. Three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay. Na gut, das kriege ich auch noch hin. U drücken für Deckung. Ja, Q für Querschläger hier. Okay, Waffe kann ich nicht ausrüsten. Wenn's nötig wird, wird Arthur den bestimmt ziehen. Hello? Hallo. Excuse me. Hello. Oh, hello, friend. What you want? Essen. I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Da hinten kommt ja einer raus. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the Arthur, trail. We got a problem. Folks. There's a corpse right here. Eee. No, I just Arthur, need some there's a body food in the wagon. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. Wieso haben die Maika nicht... Now, So. Ist doch beschützt. So, zwei sind down. Nein, schieß doch. Ja. Nein. Wie viel von euch Jungs sind denn da drin? Nein. Komm schon. Zeig dich. Wie kommst du dahin? Nein! Nein! Reichweite! Ah, einer hat überlebt. Das sind O'Driscolls. O'Driscolls. Kann ich die looten? Na gut. Sieht eh gemütlicher aus als hier in dem Scheißwetter. So, was haben wir denn hier? Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. Dosenobst. Food, medicine. Dosengemüse, nicht so gut. Schrank durchsuchen. I'm starving. Ich glaube, dann sollten wir was essen. Get your strength up for the ride back. Haben wir noch was? Essen, essen, essen. Dosenpfirsiche. Yam, yam, yam. Oh, da muss ich, glaube alles essen. Na, so viel hat das jetzt nicht gebracht. Vielleicht haben wir noch was anderes. Steht hier drin, was es bringt. Dosenmais. Oh, Bohnen. Jedes Böhnchen ein Tönchen. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll. Haferplätzchen. Da werden sich die Leute freuen, die auch Hunger haben. Ich sag ihnen aber nicht, dass ich drei Dosen allein verputzt habe. Ich muss ja fit bleiben. Eine Fotografie. Rückseite. 7. September 1896. Na gut. Schön am Feuer die Eier wärmen.
Nein, das Foto wollte ich doch nicht. Leg's weg. Dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Das Bett ist echt bequem. You keep looking. Ja, ich schau mich um. Oh, hier ist die Truhe. Da stand es ja so ungünstig davor. Münzbeutel. Ja, der geht an mich. Wofür brauchen die anderen noch Münzen? Die können froh sein, dass ich ihnen Essen gebe. So, goldene Taschenuhr. Und, was war das? Keine Ahnung. Ah, eine Zigarettenkarte. Und Premium-Zigaretten. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir hier? Gesalzenes Fleisch. Nehmen wir natürlich mit. Da freuen sich die Mädels und Jungs daheim. So, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein Stockwerk. Truhe kann ich nichts machen. Medizinschrank. Mal sehen, ob die gute Opiate haben. Zumindest angebrochene Arznei. Egal, gegen was es hilft. Es wird helfen. So, das war, glaube ich, alles. Dann mal die Leiter hoch. So. Und hier liegt dann was? Revolvermunition. Oh, davon brauche ich ganz viel. Und klassische Plätzchen. Ja, da freue ich mich und da freut sich wahrscheinlich auch mein Pferd. Wie komme ich denn da hinten hin? Beziehungsweise wie ist der denn da hingekommen? Wahrscheinlich elaboriert hier über das Balkengewirr gestiegen. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Dann muss der einfach ungelootet da liegen bleiben. Das finde ich aber nicht gut. Oder gibt es noch ein Geheimding irgendwo? Ich glaube nicht. Ja, ich schaue mich um. Eins nach dem anderen. Let me finish searching the place. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, ja, zumindest die Scheune. Anything in that barn. Ja, sag ich doch. Micah, Scheune. You search the cabin. See what we missed. Sure. Rin, rin, rin. Dann ist es nicht ganz so schlimm, das kalte Wetter. Oh, ein Pferd, das wiehert. Das wiehert, wiehert. Ganz ruhig. Nein! Entschuldigung. Glaube ich nicht. Bekämpfe ich? F. Was ist los? Dieser Typ hat mich gejumpt. Oh, hat er jetzt? Kann ich treten? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Befragen wir ihn. Was macht ihr hier? Wo ist Colm? Befragen. Lagen. Wo sind die anderen? Oh. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Glaub, er sagt die Wahrheit. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Was soll ich mit dir machen? Ich schlag dich noch einmal und dann lasse ich dich gehen. Get the hell out of here. Go. Wo ist denn meine Waffe? Da, und mein Hut ist auch noch da. Mein Kettleman-Revolver. Und mein Hut. So. Ganz ruhig. Du bist ja ein schönes Pferd. Ganz ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig. Hier willst du ein Haferplättchen? Ja. Ja. Jo, du wirst jetzt ausgeführt. Zumindest raus aus dem bequemen Stall hier. Du musst ein bisschen arbeiten. So. Der ist abgehauen. Get far in this anyway. That looks like a decent horse.
Ja, gefällt mir auch. Hier. Na gut. Ein festgebundenes Pferd ist ein Pferd, das nicht von alleine wegläuft. Hier gibt's einen Keller. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Are you... Oh, you fool! Michael, look at her. Ah, Micah, der totale Psychopath. It's gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Ja, dank Micah, der hier alles in Brand gesteckt hat. Zumindest ist es jetzt schön warm. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. Ja, das auf jeden Fall nicht. Das gibt ja leicht eine Rauchvergiftung. Und Brandblasen. Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Boah, das klingt doch nach einem Plan. Miss? Adler. Adler? Sadie Adler. Mrs. I... Im Moment eher Sadie Adler, weil sie so traurig ist. Ja, das habe ich jetzt schon assoziiert. Bin etwas heiser. Wir lassen doch überall Chaos zurück. Hey! Somebody's coming! Nicht schießen! Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler... Das ist richtig. Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Du wiederholst dich, Dutch. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Ah, erstmal schlafen auf die... auf das schockgefrostete alles an mir. Ist ja immer noch nicht arg besser geworden mit dem Wetter. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Hello, die Dame. Arthur, how you doing? Kalt. Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you.
Na ja, gut. Dann spüren wir mal den John auf. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. It wouldn't be the first time. Haben wir überhaupt einen Anhaltspunkt, wo wir suchen wollen? Können wir das nicht im Warmen diskutieren? Anscheinend nicht. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Hier sieht alles rauchig aus. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Na ja, gut, du bist der Bus, was Fährtenlesen angeht. Ah, ich kann das auch noch untersuchen. Where you going? A few hours ago, most. Rollt gar nicht vom Pferd. Hopp, hopp, mach Galopp. See, they continue up that way. Ja, die Spuren sehe ich tatsächlich auch. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. Oh gut. Das klingt zumindest nach einem Plan. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Was habt ihr denn da angestellt? Das weiß ich immer noch nicht ganz. POV. POV. Oh, vielleicht ist er da runtergefallen mit seinem Pferd. Das Pferd muss nur einmal wegrutschen und dann war es das für uns. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Ich hab die Spuren schon verloren. Komm schon, Pferd. Legen mal einen zweiten Gang ein. Ist das nicht eine Sackgasse hier? Ah ne, da geht's weiter. Ja, ich ja gut. Gutes Pferd. Oh je, pass du selber auf, du bist so nah am Abgrund. Vorsichtig. Kein Pferdeunfall auf der Klippe. Yeah. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Sollte ich nicht die Schneeketten aufziehen auf das Pferd? Maybe we'll pick up the trail again. Boah, mit meinem Auto würde ich das nicht schaffen. Gute Pferde. Hey, look. Over there. You see that? Nee. Was? Ah, das da. Ja, das sehe ich. Sieht aus wie ein Pferd. Nicht gut. Lawine. Okay, da ist er ja irgendwo. Oh, ich gebe mein Bestes. John! Wo bist du? He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. Ich schätze mal auch. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Okay. Pferd, ich brauche eine Waffe. Ja.
Hätt's mir ein bisschen früher gesagt, hätte ich die schon. Shotgun. Ja, damit. Down this way. Oh. Na, wenn man muss, muss man. Wie ist er denn hier hingekommen? Und wie kommen wir wieder hoch? Ist doch bestimmt scheißglatt hier alles. Boah, ist das eine Steigung. Watch out here. You sure about this? Ist ja gut, wir kommen ja. It's coming from this way. Okay. Near that we're high up here. You're telling me. Wollen wir nicht mal zurückrufen? Wieso sinkt meine Ausdauer? Ach, wegen dem scheiß Schnee. There's a drop here. It's slippery, be careful. Das sage ich doch die ganze Zeit. Stay low under here. Ich drück's doch. Ich drück's doch. Okay, good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Ich höre Pferdegetrapsel. Warum denn das? Ist mir doch nicht nachgelaufen. That sounds closer now. Come on. Was ist denn Ausdauer? Oh, her damit. We're coming, John. Boah. Ist er den ganzen Weg da gelaufen? Erstmal hier mit der Ausdauer. Hui. Damn, it's cold. Okay, dann müssen wir weiter essen. Schön runter damit. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Let's keep moving then. Come on. Hier hätte man nicht von der anderen Seite reinkommen können. Sieht doch besser aus, der Weg. John! Das ist John! Wir kommen! Over here! Wo? He's down here! Down here! Alright! Hot down, Marston! Ah! Da sitzt er ja. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Gleichfalls. Wieso ist denn so ein Wolf-Patscherchen auf deinem Gesicht? You don't look so good. I don't feel too good neither. Oh, den ganzen Weg jetzt zurücktragen und mit ihm klettern und alles. Ah, ein Glück macht der andere. Ah, mach doch ich. Na nee, gut. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Na, wenigstens nicht den gleichen Weg zurück. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Ja, ich hoffe auch. Oh oh. Look up there. Perfect. Dann gibt's jetzt mal schönes Wolffleisch für uns zu essen. Oh, du blutest ja noch ganz schön. Wo sind sie denn? Doch einfach. Nein! Wieso habe ich nur zwei Schuss? Au, 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 au. Ha, einer down. Und ich kann währenddessen nachladen, trotz Verletzung in der Hand. Nein! Nachladen. Mach keinen Scheiß, du Wolf.
Nein! Ah, Mist, die Reichweite der Waffen. Oh, wurde ich ordentlich zugebissen. Ein Glück haben die irgendwie nur die dritten Zähne dabei gehabt. Sonst wäre das sehr schmerzhaft geworden. Komm schon. Normale Pistole, ich brauche mehr Schuss, ich treffe so schlecht. Gute Idee. Alles gut. It's just like a dog bite. Knew a fella got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Höhen durchhalten. Und du fällst auch nicht vom Pferd, oder? Nee, sieht nur ein bisschen so aus. Na wunderbar. Up there. Nein. More of them. Ich sehe doch nicht, wo ich hinlenke. Oh, ist nochmal gut gegangen. Nachladen. Nein. Mein Pferd macht komisches Zeug. Ich verfolge die Wölfe. Komm schon. Nein. Nachladen. Das ist kein Warnschuss. Ach. Wollen wir das Wolffleisch jetzt einsammeln? Aktuell nicht. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know? Das ist klug. Es gefällt den Pferden aber nicht. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Reicht das jetzt schon, um die Fährte loszuwerden? Come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Komm schon, mach hin, Pferd. John antwortet schon nicht mehr. John down off this horse. Can we get some help here? Hilfe. John braucht Hilfe. Niemand zu Hause. Hallo? We get some help. We need some help here. Come on, help him down. Ja, da sind sie ja. You're alive. Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. Gern geschehen. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Gern geschehen. So, ab ans Feuer. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Ja gut, ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.